Guten Abend, meine Damen und Herren. Das christliche Glaubensbekenntnis mündet bekanntlich ein in das Bekenntnis zur Auferstehung der Toten. Wieso ist nun gerade dieser Glaubenssatz heute so wenig lebendig? Warum ist er selbst bei manchen gläubigen Christen so fremd geworden? Auf diese Frage gibt es viele unterschiedliche Antworten, die alle irgendwie zutreffend sind. Es fängt schon damit an, dass nicht wenige Menschen sich an naiven Vorstellungsbildern über die Öffnung der Gräber am Ende der Welt und die Bekleidung der Knochen mit einem neuen Leib reiben. Sie das nicht nachvollziehen können. Und es geht weiter dahin, dass für viele Zeitgenossen nur das Wirklichkeit hat, was auch empirisch nachweisbar ist und schon deshalb für sie mit dem Tod alles aus ist. Und diese Grundeinstellung hängt oft auch mit zwei unterschiedlichen Lebensmodellen, also Weisen der Lebenspraxis, zusammen. Das erste Lebensmodell verdrängt den Tod aus dem Leben, lässt ihn gewissermaßen nicht an sich herankommen, sucht ihn zu vergessen, setzt sich einfach nicht mit ihm auseinander und lebt infolgedessen nicht angesichts des Todes. Wo das geschieht, ist natürlich auch die Frage, die der Tod unausweichlich stellt, gibt es ein Danach, weder existenziell dringend noch irgendwie plausibel. Der Sturz in den Strudel eines geschäftigen Lebens ist, wie schon der große Philosoph Blaise Pascal sagt, die neue fragwürdige Medizin, die dem Menschen von heute die Idee des Todes verdrängen lässt. Für das zweite Lebensmodell, das hier zu nennen ist, ist das Leben in sich selbst gesehen sinnlos, sodass es sich nur dann zu leben lohnt, wenn man selbst Sinn, das heißt meistens persönliches Glück, in ihm herstellen kann. Dieses Lebensmodell wurde schon vor mehr als 150 Jahren von Nietzsche angekündigt. Er sagt von den, wie er schreibt, letzten Menschen Folgendes. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln. Ein wenig Gift ab und zu, das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt zu einem angenehmen Sterben. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald, sonst verdirbt es den Magen. Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht. Aber man ehrt die Gesundheit. Wir haben das Glück gefunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln. Natürlich, in einem solchen Lebensmodell, das sich zynisch mit dem kleinen Glück begnügt und nach nichts anderem mehr fragt, hat Hoffnung über den Tod hinaus einfach keinen Platz. Ein Lüstchen für den Tag und ein Lüstchen für die Nacht. Das reicht. Bevor wir hier weitermachen, möchte ich eine Zwischenüberlegung einfügen, und zwar zur Frage, gibt es denn eigentlich, ganz abgesehen vom religiösen Glauben, Argumente, die für ein Leben danach sprechen? Ja, solche gibt es. Das klassische Argument aus der Neuzeit stammt vom Philosophen Immanuel Kant. Nach ihm steht der Mensch, will er sich nicht als Mensch aufgeben, unter dem unbedingten sittlichen Anspruch, das Rechte, das Gute unter allen denkbaren Bedingungen zu tun. Es wäre dann aber absurd, geradezu ein Skandal der sittlichen Vernunft, wenn dieses unbedingte Tun müssen des Guten, womöglich, etwa wenn dieses Tun als Konsequenz zum Tode führt, zugleich ein Aus für immer bedeutet. Und deshalb muss es nach Kant eine letzte Konvergenz zwischen unbedingtem sittlichen Handeln und eigener Glückseligkeit, also einem glückseligen Leben nach dem Tod, geben. Nur dann ist menschliches Leben nicht absurd. Eine zweite Überlegung, die damit zusammenhängt, ist folgende. Es gehört zur spezifisch menschlichen Erfahrung, nach Sinn zu fragen und dem Handeln
Sinnvolles zu verwirklichen. Mehr noch, in uns allen steckt ein unendlicher Drang nach Freiheit, Glück, Leben, Zukunft. Wie sind diese Phänomene mit der ihnen ja widersprechenden Tatsache des Todes zu vereinbaren? Es kommt noch hinzu, dass diese Streben nach Sinn einen zureichenden Grund erfordern. Sind es nur Fakten, die einer verunglückten Evolution entspringen oder Folgen bestimmter gesellschaftlicher Bedingungen? Dann ist der Mensch tatsächlich eine Verunglückung und sein Leben ist in sich widersprüchlich und sinnlos, sodass es im Grunde nicht wert ist, gelebt zu werden. Oder aber die genannten Phänomene sind eine Konsequenz dessen, dass der Mensch von der Unendlichkeit selbst berührt ist, dass ihm etwas ist, was die Endlichkeit sprengt und damit auch die Grenzen des Todes überwindet. Denn wer Grenzen erfährt und sich schmerzvoll als Grenzen erfährt, ist er im Grunde schon über sie hinaus. Darum ist im Sinne Kants so etwas wie eine postulatorische Hoffnung vernünftig begründet. Und dann gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt. Die ursprünglichste Weise, in welcher uns der Tod begegnet, ist ja gar nicht der eigene Tod, sondern der Tod als Trennung von dem, den wir lieben. Der Tod des anderen ist die ursprünglichste Weise. Wie aber können Liebe und Tod widerspruchslos zusammengedacht werden? Die Liebe spricht zum anderen das unbedingte und nicht auf Zeit gemeinte Du sollst sein. Der Tod dagegen scheint diesem Wort zu widersprechen. Wenn es dennoch wahre Liebe gibt, so ist der Akt eben dieser Liebe selbst ein Protest gegen den Tod. Sie ist eine Tat der Hoffnung, die dem anderen Unzerstörbarkeit zuspricht. Und auf dieser Linie hat der französische Philosoph Gabriel Marcel geschrieben, einen viel zitierten Satz: Einen Menschen lieben heißt ihm sagen, du wirst nicht sterben. In den Tod des Geliebten einwilligen, hieß Verrat an der Liebe und damit am anderen selbst zu üben. So weist der Akt der Liebe über sich hinaus und wird zum Zeichen für die Vorläufigkeit des Todes. Dieser Linie kann Marcel sagen, er sei unerschütterlich gewiss, dass eine Welt, die von der Liebe verlassen ist, im Tod versinken muss. Dass aber dort, wo die Liebe fortdauert, der Tod endgültig besiegt werden. Solche und ähnliche, noch eine ganze Reihe anderer Überlegungen, sind natürlich keine zwingenden Beweise, aber doch Hinweise dafür, dass das, was der Glaube bekennt, hinreichende Anhaltspunkte in der Erfahrung und im Denken hat. Vor allem aber zeigt der Glaube an eine Auferstehung der Toten darin seine Evidenz, dass er aus sich selbst heraus ein tieferes Selbst- und Weltverständnis entwickeln. Das heißt, er hat sinnvolle Konsequenzen für unser Menschsein hier und heute. Die Überzeugung von einer Auferstehung der Toten beinhaltet also nicht Informationen über das, wie und was nach dem Tod, wie es da genau ist und weitergeht, sondern sie will uns einen Horizont für das Hier und Heute unseres Lebens eröffnen. Und will uns darüber hinaus auch sagen, dass wir die Fülle des Lebens erreichen werden. Die Fülle des Lebens, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Konsequenzen für unser Menschsein hier und heute. Das möchte ich im Folgenden ein wenig ausführlicher entfalten. Und zwar so, dass ich an einigen geschichtlichen Stationen dieses Glaubenssatzes dem nachgehe und damit zeige, dieser Glaube sich in bestimmten geschichtlichen Situationen entwickelt hat und darin wichtige Konsequenzen für unser Menschsein ergeben hat. Erstens, die erste Konsequenz des Glaubens an eine Auferstehung der Toten bestand darin, dass gerade dieser Glaube das christliche Leben in seiner ganzen Breite und Tiefe
völlig neu prägt, umprägt, neu gestaltet. Und zwar unter dem Vorzeichen der Hoffnung. Denn aufgrund des Glaubens an eine Auferstehung der Toten sind die Christen, wie Paulus sagt, die, die Hoffnung haben. Eine wunderbare Kurzdefinition dessen, was Christen sind. Christen sind die, die Hoffnung haben. Umgekehrt sagt Paulus, die Heiden sind die, die keine Hoffnung besitzen. Hoffnung meint hier nicht eine unverbindliche Stimmung, etwa die Haltung der Lebensfreude oder des Optimismus. Sie richtet sich auch nicht allein auf die Erwartung, dass einmal, später mal, die biologische Todesgrenze überschritten wird. Nein, Hoffnung prägt jetzt schon die Weise und Grundeinstellung eines Lebens aus dem Glauben. Denn schauen Sie, wer nicht an die Auferstehung glaubt, und wer sich infolgedessen mit diesem irdischen Lebens begnügt, der kann nach Paulus eigentlich nur sprechen, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Denn will der Mensch angesichts seiner Endlichkeit nicht resignieren oder verzweifeln, dann muss er versuchen, seinem begrenzten Dasein in der ihm verbleibenden Zeit so viel Leben wie nur irgend möglich abzuringen. So wie man beim Ausquetschen einer Zitrone den letzten Tropfen herauszubringen versucht. Aber genau diese verzweifelte Jagd nach so viel Leben wie nur eben möglich hat zur Folge die Angst. Die Angst nämlich, dass es doch immer zu wenig Leben ist, das man denn erreichen kann. Und dass der Tod zu früh kommt, nämlich bevor man seinen ganzen Lebensuhr gestillt hat. So versteht man einen Satz aus dem Hebräerbrief. Das heißt, gerade die Angst vor dem Tod bewirkt, dass das ganze Leben der Knechtschaft verfällt. Man jagt getrieben, aber vergebens nach einem erfüllten Leben in dieser Welt, das unmöglich erreichen kann. Angst, Stress. Demgegenüber ermöglicht die Hoffnung auf Auferstehung und die damit gegebene Freiheit von der Todesangst ein anderes Lebensmodell. Der Hoffende kann, so formuliert es Paulus, täglich dem Tod ins Auge schauen. Denn er weiß ja, dass der nicht das Letzte ist. Und deshalb besitzt er die Freiheit, in seinem Handeln mutig über die durch den Tod markierten Grenzen hinauszugreifen. Er kann auch in Anfechtungen, Leiden und irdischen Scheitern kompromisslos das Rechte und Gute tun und aktive Solidarität mit den Leidenden und Chancenlosen üben, ohne Angst haben zu müssen, dabei selbst zu kurz zu kommen, bei draufzahlen zu müssen. Der Hoffende muss nicht wie gebannt allein auf die irdischen Konsequenzen seines Tuns schauen, sondern er kann sich einfach, ohne Furcht draufzahlen zu müssen, vom Guten, Wahren und Richtigen in Anspruch nehmen lassen. Denn er hofft ja auf ein ganz erfülltes, ganz vollendetes Leben nach dem Ende der irdischen Zeit. Deshalb hat der Hoffende immer Zeit genug, das muss man sich auch mal ganz klar machen, Zeit genug. Er muss nicht alles hier und jetzt verwirklichen und erreichen. Der Hoffende lebt diese seine irdische begrenzte Lebenszeit, aber darüber hinaus noch eine ganze Ebene. Deswegen haben wir Zeit, nicht ganz anders leben zu können. Diese Botschaft vom Menschsein unter dem Vorzeichen des Hoffendürfens und der Auferstehung Christi wurde in den ersten Jahrhunderten der Kirche von den Christen selbst und von ihrer heidnischen Umgebung als das Spezifische des christlichen Glaubens angesehen. Denn in der heidnischen Umwelt herrschte damals bezüglich des postmodalen Geschicks eine verwirrende Vielzahl dunkler Antworten oder auch radikale Skepsis oder Hoffnungslosigkeit. Und deshalb war, und das ist interessant, darüber gibt es Untersuchungen, die Hoffnung auf Auferstehung für viele Menschen damals das entscheidende Motiv, den christlichen Glauben anzunehmen. Schauen wir manchmal darüber, wie schnell das gegangen ist mit dem Christentum.
in der kleinen Urgemeinde dann plötzlich die Hoffnung. Das war das Motiv. Machen wir einen großen Sprung in die Gegenwart. Stehen wir heute nicht in einer ähnlichen Situation wie damals, als der christliche Glaube sich erstmals gerade mit der Botschaft von todüberwindender Hoffnung öffentlich an die Welt richtet? Auch heute bestimmen doch Skepsis, Rat und Perspektivenlosigkeit die Szene in unseren Ländern. Die Parole No Future wird geradezu als ein Kennzeichen der jungen Generation angesehen. Und ist nicht auch heute die sehr tief verborgene, nichtsdestoweniger wirkmächtige, verzweifelte Angst da, dass das Leben sich eigentlich nicht lohnt? Beziehungsweise, dass man ihm, damit es sich überhaupt lohnt, möglichst viel Leben mit allen Kräften und Mitteln abtrotzen muss. Wird aber gerade so die geheime, oft verdrängte Angst nicht immer größer, dass das so ergriffene Leben immer noch zu wenig ist und der Kampf gegen Tod, Sinnlehre und Nichtigkeit eigentlich schon verloren ist? Könnte und müsste angesichts der heute herrschenden Hoffnungslosigkeit und Angst die christliche Lehre von Menschen ihre Relevanz nicht gerade unter dem Stichwort Auferstehung der Toten und damit Hoffnung erweisen und so die eigentliche Alternative in einer weithin hoffnungslosen Zeit geben? Dabei wird sich freilich in unserer nachneuzeitlichen Situation Hoffnung weniger als theoretische Idee, denn vielmehr als Hoffnungspraxis glaubwürdig zu machen. Was heißt das, Hoffnungspraxis? Nun, im Römerbrief schreibt Paulus, durch die Hoffnung sind wir gerettet. Und das bedeutet im Zusammenhang, dass Christen die zur Endvollendung drängende schöpferische Dynamik Gottes in sich tragen. In ihnen ist die Kraft der Auferstehung, die jetzt schon alles Bestehende zu verflüssigen und in Richtung auf das Erhoffte hin in Bewegung zu setzen sucht. Im Geist gegenwärtig will der auferstandene Herr durch den Hoffenden, also durch uns, jetzt schon seine Herrschaft gegen die Mächte des Todes aufrichten. Und so wie diese Mächte des Todes eine brutale Konkretheit aufweisen, so haben auch die Gegenzeichen der Hoffnung konkret zu sein. Hans Kessler, der ja oft schon hier referiert hat, schreibt einmal, der auferweckte Herr und das Reich Gottes sind nicht neutral gegenüber den Strukturen unseres Zusammenlebens, gegenüber Welthandelspreisen, Rüstungsproduktion, Naturzerstörung, Klimawandel, technologischer Manipulation, materieller Verarmung und so weiter. Schon in dieser Welt will der Auferstandene seine und Gottes Herrschaft vorweg entwerfen und die Schöpfung für Gott reklamieren. Deshalb ist Hoffnung, wie Hans Kessler wörtlich sagt, nicht nur eine Hoffnung über Tod und Unrecht hinaus, also eine Hoffnung für die Toten, sondern auch eine Hoffnung gegen Tod und Unrecht, eine Hoffnung für die Lebenden. Sie entlässt aus sich eine entsprechende Praxis der Auferstehung. Der vom Geist der Hoffnung Ergriffene findet sich nicht ab mit dem, was in der Welt ist und wie es ist, sondern er setzt auf das, was Gott möglich ist. Er löst Prozesse aus, in denen er bereits jetzt der erwarteten neuen Welt Gottes entgegenkommt. So wird Hoffnung zum Dienst am kommenden Reich Gottes im Hier und Gott. Nun, diese erste Grundhaltung Hoffnung, die mit dem Glauben an die Auferstehung verbunden, der identisch ist, nimmt im Laufe der Glaubensgeschichte neue Akzentuierungen an, die sich zunächst um die Formel Auferstehung des Fleisches bewegen. Tatsächlich hat die Erwartung einer Auferstehung der Toten gerade in dieser Form, Auferstehung des Leibes oder des Fleisches, ihren Weg durch die Geschichte gemacht. Was heißt das, Auferstehung des Fleisches? Und das Wort Fleisch hat im Lauf der Geschichte seinen Sinn tiefgreifend verändert. Ursprünglich in den allerfrühesten Glaubensbekenntnissen hat Fleisch im Zusammenhang mit Auferstehung des Fleisches
nicht die Bedeutung eines Teilprinzips, dessen vom Menschsein, dessen anderes Teilstück die Seele ist. Nein, Fleisch beinhaltet ursprünglich, ganz auf der Linie alttestamentlichen Sprachgebrauchs, die Totalität der Schöpfung in ihrer Begrenztheit und Niedrigkeit, aber auch in ihrer gegenseitigen Verwobenheit Gott dem Schöpfer gegenübersteht. In diesem Sinn ist die ganze Schöpfung vergängliches Fleisch. Meist etwa bei Jesaja in der Lesung gegen den Advent vorgelesen wird, alles Fleisch wird schauen Gottes Heil. Also, Fleisch ist ein Synonym für die Schöpfung, für die als Einheit verstandene Schöpfung. Auferstehung des Fleisches bedeutet auf diesem Hintergrund neues Leben für alles geschaffen. Es geht darum, dass Gott seine Lebensverheißung, die der ganzen Schöpfung gilt, einhält. Dieser universale Charakter der Auferstehung reicht bis ins Alte Testament zurück. Bereits für jüdisches Verständnis bis heute ist Auferstehung kein individuelles, sondern ein universales Geschehen, das alle gemeinsam, die ganze Welt betrifft. Man könnte abgekürzt sagen, Auferstehung des Fleisches heißt so viel wie miteinander auferstehen. Schon in der frühen Zeit wurde dieser Gemeinschaftscharakter der Vollendung in der Frühzeit vor allem in der Auseinandersetzung mit damaligen heidnischen Auffassungen weiterentwickelt und reflektiert. Denn im außerchristlichen Bereich waren die Vollendungsvorstellungen strikt am Einzelnen, am Individuum orientiert. Man stellte sich auf der Linie platonischer Philosophie das so vor, die Seele des einzelnen Menschen verlässt im Tod den Leib, sie kehrt dann zurück in das Reich des Geistes und des Göttlichen. Diesen ganz individuellen, rein an der je einzelnen Seele orientierten Vollendungsgeschehen hielten die kirchlichen Theologen den Glaubenssatz von der Auferstehung des Fleisches entgegen. Und zwar zunächst einmal, wir werden gleich noch anderes sehen, zunächst einmal dadurch, dass sie die Gemeinschaftlichkeit und Solidarität der Vollendung herausstellen. Weil Auferstehung als Auferstehung des Fleisches ein Gemeinschaftsgeschehen ist, kann nicht im je einzelnen Tod schon die letzte Vollendung geschehen. Der Einzelne muss warten auf die anderen, auf die Gemeinschaft. Ja, wir liegen sogar noch weiter, sogar Christus selbst muss noch bis zur letzten Vollendung warten, bis alle Glieder seines Leibes zur Vollendung gekommen sind. Diese Kategorie warten auf die anderen ist ganz eng mit dem Gedanken der Auferstehung des Fleisches verbunden. Gerade so wird in höchster Zuspitzung der Solidarcharakter menschlicher Vollendung herausgestellt. Die eindringlichste Formulierung dafür hat wohl Origenes gefunden. Auf dem Hintergrund des Bildes von dem einen Leib Christi und den vielen Gliedern schreibt er, du wirst zwar Freude haben, wenn du von der Erde scheidest, aber erst dann wird deine Freude voll sein, wenn dir niemand mehr fehlt. Warten wirst nämlich auch du, wie du selbst schon erwartet wirst. Wenn es aber für dich, der du Glied am Leibe bist, keine volle Freude geben kann, solange auch nur ein Glied fehlt. Und wie viel mehr muss unser Herr und Heiland, der das Haupt dieses Leibes ist, es für keine volle Freude ansehen, wenn er noch immer Glieder seines Leibes entbehren muss. Er will nicht ohne dich seine volle Herrlichkeit empfangen. Das heißt nicht ohne sein Volk, das sein Leib und seine Glieder sind. Wir sehen also, die Erwartung einer Auferstehung des Fleisches insistiert darauf, dass christliche Hoffnung wesentlich Hoffnung auf die Vollendung aller ist. Meine Vollendung mit der anderen zusammen. Und schauen Sie, das hat natürlich sofort Konsequenzen für die Lebenspraxis. Wer wirklich an die Auferstehung des Fleisches glaubt, erkennt damit an, dass Personsein vor Gott nicht in einem
isolierten Individuum sein besteht, sondern in einem Zusammen- und Vermitteltsein mit anderen und durch andere. Personensein, christlich verstanden, erfüllt sich in Gemeinschaft, in Communio. Christliches Handeln ist wesentlich kommuniales, gemeinschaftliches Handeln. Machen wir wieder einen großen Sprung in die Gegenwart. Es bedarf wohl nicht vieler Worte, um zu sagen, dass uns diese Konsequenz des Glaubens an die Auferstehung des Fleisches ein Stück weit abhanden kommt. So wie in der Neuzeit an die Stelle des ursprünglich solidarischen Hoffnungsbildes Auferstehung des Fleisches immer mehr die am Individuum orientierte Erwartung der Seelenunsterblichkeit und ihres persönlichen bei Gottseins getreten ist, so schob sich auch im Lebens- und Glaubensvollzug immer mehr das einsame, isolierte Subjekt in den Vordergrund. Immer weniger ist sich der Mensch bewusst, dass er unauflösbar mit seinen Mitmenschen verbunden ist und nur in Solidarität mit ihnen zusammen sein Ziel hier und heute und auch in alle Ewigkeit erreichen kann. Dabei könnte gerade die Überzeugung von dem einen großen Ziel der Auferstehung uns wachrütteln, ein Leben, das auf ein gemeinschaftliches Miteinander bedacht ist. Eine Zwischenbemerkung, ein Zwischenabschnitt. Diese heute festzustellende Individualisierung von Ziel-Endvorstellungen findet sich bei nicht wenigen auch von denen, die von einer Seelenwanderung nach dem Tod überzeugt sind. Dazu eine Zwischenüberlegung, weil sich der Glaube an eine Seelenwanderung ja als Alternative zur Auferstehung versteht und deshalb diese abschweifen. Die Vorstellung von einer Seelenwanderung tritt in zwei ganz unterschiedlichen Formen auf. Da ist erstens die ursprünglich asiatische Überzeugung. Danach besteht die Notwendigkeit, nach einem ersten misslungenen oder nicht ganz gelungenen Leben nochmals wieder ins Leben einzutreten, um das schlechte Karma, diese bösen Schlacken, die sich da im früheren Leben gebildet haben, abzuarbeiten. Dieses Abarbeiten müssen in der Folge der Wiedergeburten ist für den Asiaten etwas Grauenhaftes und dessen Überwindung erbetet. Dieser erste und ursprüngliche Typ der Seelenwanderungslehre ist im Grunde eine Alternative zur christlichen Überzeugung von einer Reinigung nach dem Tod, wenn Sie so wollen. Aber während der christliche Glaube sagt, Gott ist es, der reinigt, der uns befähigt, das ewige Leben ihn selbst zu empfangen, muss nach vorherrschender asiatischer Religiosität der Mensch es in der Abfolge vieler Versuche schließlich selbst schaffen, sich zu reinigen, bis er, der Einzelne, sein Ziel erreicht. Halten wir nur einmal das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg dagegen. Da ist ja entschieden lange gearbeitet, am Schluss einen Denar. Und da heißt es ja bezeichnenderweise nicht, du musst morgen noch einmal arbeiten und dann, wenn es ordentlich ist, kriegst du deinen Denar. Nein, du bekommst ihn, weil ich gut bin. Ihr alle bekommt ihn. Wie liegt der befreiende, frohmachende Unterschied der christlichen Botschaft? Alles ist Gnade, alles ist Geschenk. Ich muss mich nicht selbst befreien. Der zweite Kontext oder Typus der Seelenwanderungslehre liegt anders. Es ist die westliche Variante. Danach ist der Wiedereintritt in ein neues Leben nicht so sehr Strafe, also es geschieht nicht, um die Schlacken des vorangehenden Lebens abzuarbeiten, sondern es dient der allmählichen Reifung, der Aufarbeitung des Lebens, zwar wiederum des Einzelnen. Einzelne muss heranreifen wie ein Baum oder Strauch, allmählich in immer neuen Umsätzen. In dieser Perspektive ist es bei uns im Westen für viele geradezu befreiend, an eine Reinkarnation, Seelenwanderung zu glauben. Wenn das erste Leben nicht voll gelungen ist, habe ich wieder und wieder eine Chance. Vor allem bei
Nicht wenigen Jugendlichen findet man diese Einstellung, wie ernst sie das Leben, weiß ich nicht. Aber man hört oft, naja, wenn das Leben halt daneben geht, kann ich ja nochmal wieder von neu anfangen. Wie bei einem Versuch im Sport. Diesen Vorstellungen gegenüber ist auf der Linie der Heiligen Schrift ein ernstes Wort an Platz. Du hast nur ein Leben. Das muss gut sein. Zeit ist für den biblischen und christlichen Glauben nicht ein unerschöpflicher, leerer Horizont, jederzeit verlängerbar. Nein, Zeit ist auf ein nahe, bevorstehendes Ende ausgerichtet. Deshalb sagt Paulus, kauft die Zeit aus, macht was draus. Oder das Wort des Hebräerbriefs, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz, heute. Deutet das hier nur an. Gegen eine verflachte Vorstellung von Zeit jedenfalls haben wir das einmalig Kostbare der Zeit herauszustellen. Jetzt verliert unser Leben seine Richtung und seine Spannung, das große Ziel. Vor allem gilt es zu bedenken, dass auf der Linie des Glaubens an eine Auferstehung des Fleisches der Weg zur Vollendung eben nicht individuell ist, sondern in die Gemeinschaft mit allen anderen einweist. Ende dieser Zwischenüberlegung. Wir haben soeben die Konsequenzen bedacht, die sich aus der Hoffnung auf Auferstehung des Fleisches ergeben, sofern man unter Fleisch, im ursprünglichen Sinn nach, die ganze Schöpfung, die vernetzte Menschheit, den sozial verfassten Menschen versteht. Nun hat aber der Ausdruck Fleisch, wie auch der von Leib, in der Auseinandersetzung mit der sogenannten Gnosis noch eine andere, neue Bedeutung angenommen, nämlich die eines Gegenbegriffs zu Geist oder Seele. Ich möchte den Hintergrund für diesen Bedeutungswandel kurz erläutern. Für die Gnosis, eine der ältesten Heresien, war ganz auf der Linie radikal-platonischen Denkens die Geistseele eigentlich bestimmende Wirklichkeit des Menschen. Das Leibsein, das Konkrete in der Welt sein, kurz das Fleisch, bedeutete für die sogenannte Gnosis dagegen Existenz unter entfremdenden, uneigentlichen Bedingungen. Die Materie war das Gottferne, ja das Widergöttliche. Der Leib war das Grab der Seele. Entsprechend bedeutet Erlösung für die Gnosis so viel wie Befreiung der Geistseele vom Leib und seinen materiellen Bedingungen. Denn das Fleisch, so lautete ein gnostischer Grundsatz, das Fleisch ist heilsunfähig. Diese negative Beurteilung des Materiellen schlug voll in die gnostische Lebenspraxis ein. Dabei konnte diese praktische Konsequenz ein doppeltes, gegensätzliches Gesicht haben, das aber auf ein und demselben Grund zurückging. Nämlich, entweder unterjochte man durch radikale Askese und Enthaltung alles leiblich Materielle als das Schlechte, unterjochte es, oder man stürzte sich geradezu in den Rausch sinnlicher Triebe und materieller Vergnügungen, weil das Eigentliche des Geistes ja ohnehin davon unberührt blieb und die Geistseele sich durch ungehemmten, freizügigen Libertinismus noch einmal mehr in ihrer Überlegenheit über das sinnlich-materielle bestätigte. In beiden so unterschiedlichen Verhaltensweisen geschah also eine bewusste Distanzierung von der leibhaftigen Konkretheit menschlicher Existenz. Demgegenüber nahm nun in der kirchlichen Lehre der Begriff Fleisch im Bekenntnis zur Auferstehung des Fleisches eine neue Bedeutung. Man identifizierte den überkommenen Begriff Fleisch jetzt mit dem Leib des Menschen, und zwar jetzt im Sinn eines Gegenstücks zur Seele und darüber hinaus mit der Sphäre der materiellen Welt überhaupt. Auferstehung des Leibes und Fleisches ist in dieser neuen Bedeutung identisch mit Auferstehung dieses meines konkreten Leibes, Auferstehung dieser konkreten materiellen Welt. In diesem Sinn wurde der Glaube an eine Auferstehung des Fleisches zum schärfsten Protest
gegen alle Gnosis und allen Platonismus. Das Bekenntnis zur Auferstehung des Fleisches ist, wie Tertullian sagt, der große Hochgesang auf das Fleisch. In dem Bekenntnis zur Auferstehung des Fleisches laufen für die kirchliche Theologie alle tragenden Fäden des christlichen Glaubens zusammen. Dieses vom Glauben an die Auferstehung des Fleisches, also der Materie, des Leibes, motivierte Betonung des Fleisches, war für die damalige antike Kultur durch und durch anstößig. Es war die christliche Provokation schlechthin. Um nur ein Beispiel zu nennen. Bereits im 2. Jahrhundert ließ der aufgeklärte griechische Philosoph Kelsos seinen ganzen Spott über das, wie er abschätzig sagt, über das in den Leib verliebte Geschlecht der Christen aus. Das ist schon furchtbar. Da hat man uns Christen bezeichnet als in den Leib verliebt. Wenn man heute auf die Idee käme, ich weiß nicht. Also jedenfalls Spott. Die Christen, die sind in den Leib verliebt. Sowie über deren wahnsinnige Lehre. Und dann sagt er, dass man aus der Erde aufsteigt mit dem gleichen Fleisch wie ehedem. Wahrlich, das ist eine Hoffnung würdig für Würmer. Seele kann Gott sehr wohl ein unsterbliches Leben schenken. Aber ein Fleisch unsterblich machen, das voll von Eigenschaften ist, wie man sie dezenterweise nicht einmal nennen möchte, das will Gott nicht und könnte auch nicht. An die Unsterblichkeit der Seele, des Geistes zu glauben, das ist für Kelsos sinnvoll. Der Glaube an die Auferstehung des Fleisches aber macht die Christen, wie er sagt, zu Genossen des Aufruhrs. Was so viel wie bedeutet, Kündigung des Einverständnisses mit den Zeitgenossen. Diese Anstößigkeit des Glaubens an die Auferstehung des Fleisches bestätigt auch viele andere Theologen der ersten Jahre. Dabei war es gerade diese Betonung der Dimension des leiblich-materiellen für eine neue christliche Sicht vom Menschen, ja eine neue Sicht und Bewertung der ganzen Wirklichkeit eröffnete. In welcher der Leib, die leiblichen Vollzüge, die sichtbar materielle Welt, die konkreten gesellschaftlichen Beziehungen eine ungeheuer positive Einschätzung erhielten. All das hängt mit der Hoffnung auf Auferstehung des Fleisches zusammen. Prinzipiell war und ist daher der christliche Glaube von einer Bejahung des Leiblichen geprägt, die sie größer nicht denkbar ist. Auch wenn der christliche Glaube Tribute andere Richtungen gezahlt hat. Aber schauen Sie nur auf das neue Verhältnis der Christen zur Handarbeit. Während körperliche Arbeit in der ganzen Antike weithin verpönt und darum eine Sache für Sklaven war, bringt das Christentum, allen vermittelt durch die Mönche, ein neues Ethos für das arbeitende Umgehen mit der materiellen Welt. Gerade weil Leib und Materie unter dem Vorzeichen der verheißenen Auferstehung stehen, ist ein arbeitendes Umgehen mit der Welt, ein sich verwirklichen im Fleisch, nicht nur sinnvoll, sondern geradezu gefordert. Und der Leib und Materie Bejahung zeugt weiter auch der aus der Mitte des christlichen Glaubens entspringende Wille zur Weltgestaltung, vor allem die Entstehung eines weit gespannten Sozialwesens, das ja zutiefst Leibsorge ist. Das Sozialwesen der Antike beschränkte sich fast ausschließlich auf den familiären Raum und war hier vor allem auf reiche Familien beschränkt. Ärzte gab es ohnehin nur für die Reichen, Kranken- und Pflegehäuser kannte man nicht. Demgegenüber weitete sich schon in der frühen Christenheit der Blick auf die umfassenden leiblichen Nöte und Bedürfnisse des Menschen. Und diese Hoffnungspraxis ging dann weiter in die Geschichte der Christenheit. Die ersten Hospitäler und Pflegeheime entstanden im Raum des christlichen Glaubens und aus christlicher Überzeugung heraus. Die ersten Pflegeorganisationen waren religiöse Gemeinschaften. Die ersten, die sich durch Gründung entsprechender Institutionen der erheblich Behinderten, also Geisteskranken, Aussätzigen, annahmen, waren exemplarische Christen. Und meine Damen und Herren, diese knappen Hinweise dürfen nicht falsch verstanden werden. Die Geschichte der Christenheit war alles andere
als ein strahlender Prozess leibhaft konkreter Weltgestaltung und Weltverantwortung. Christen waren oft die Ersten, die ihrem eigenen Programm durch Schuld und Sünde vergessen und verdrängen, untreu wurden. Und doch lag und liegt in der christlichen Hoffnung auf Auferstehung des Fleisches ein Anstoß, der trotz allem menschlichen Versagen zu einem neuen Menschen- und Weltverständnis geführt hat, zu einer ganz positiven Sicht des Leibes und stofflich materiell. Machen wir wieder einen Sprung in die Gegenwart, die geistlich gar nicht so weit von der Gnosis der ersten Jahrhunderte entfernt liegt. Deshalb werden auch manche kultursoziologischen Erscheinungen und Vorgänge heute von einigen Zeitkritikern gelegentlich als eine Art Neognosis charakterisiert. Um zu sehen, was damit gemeint ist, kann man an eines der wichtigsten Programmworte der Gegenwart anknüpfen: Selbstverwirklichung. Auch wenn das Wort als solches äußerst vieldeutig ist und durchaus auch einen passablen Sinn annehmen kann, wird es meist, wie in der Gnosis, auf das isolierte Individuum bezogen. Ich muss mich selbst verwirklichen. Das ist das Wort. Ich. Diese pointiert individuelle Selbstverwirklichung spielt sich dann, gleich der damaligen Gnosis, nicht selten unter einem doppelten, aber ganz unterschiedlichen Vorzeichen ab. Selbstverwirklichung geschieht entweder durch Rückzug aus der äußeren Welt in den privaten, intimen Bereich hinein. Stichworte neue esoterisch-religiöse Welle, weltferne Spiritualität und Meditationsbewegungen, Drogenszene, radikal alternative Existenz. Man kehrt der konkreten Welt den Rücken und zieht sich auf sich selbst, seine eigene kleine Gruppe zurück. Man übt neue Formen der Askese mit Christus ins Grüne oder zelebriert einen spezifisch esoterischen Lebensstil. Alles Haltungen, die nicht weit von der Askese der Gnosis entfernt sind. Oder die andere Möglichkeit: man sucht Selbstverwirklichung in einer Art von neuem Libertinismus zu finden. Hier heißt die Parole, so viel Welt wie irgend möglich zu konsumieren. Stichworte: Jagd nach emotionalen Erlebnissen, Vergnügen, Genuss, Wellness, Sex, Rausch, alles möglichst unbegrenzt und hemmungslos. Was bei beiden Formen dieser Selbstverwirklichung herausbleibt, ist wieder ganz auf gnostischer Linie die Weltverantwortung. Das Ernstnehmen der konkreten Welt und ihrer Herausforderungen. Und nicht zuletzt der Wille zum Konkretwerden, zum Eingehen von Bindungen, von Treue, von verantwortlichem Engagement. Nicht selten fehlt heute die Überzeugung, dass uns gerade in der Übernahme von Verantwortung, im Eingehen von Bindungen, im Aushalten oder Umgestalten von vorgegebenen Situationen die Zusage und Verheißung der Liebe Gottes erreicht und die von ihm uns gestellte Lebensaufgabe angetragen. Auferstehung des Leibes könnte auch heute als Chiffre dafür stehen, dass Leib und Fleisch die ganz konkrete Lebens- und Weltsituation, wie sie ist, Ort meiner Verantwortung, aber auch Ort der Gegenwart Gottes und seiner Lebensverheißung ist. Ein letztes und drittes. Schon im Neuen Testament hatte die Auferstehung Christi die umwerfende Erfahrung einer absoluten Neuheit auch unseres Lebens zur Konsequenz. Es ist der auferstandene Herr, der in der Offenbarung sagt: Seht, ich mache alles neu. Dieses Pathos des Neuen erhielt damals in der Begegnung des Glaubens an die Auferstehung des Fleisches mit dem hellenistischen Denken eine zusätzliche, spezifische Ausformung. Denn das damalige antike Denken glaubte, dass sich alles Geschehen und Werden zirkular konstituiert. Also dass Geschichte sich in immer wiederkehrenden Zyklen zuträgt. Die Geschichte bringt nichts Neues, das ist immer das ewig Alte. Das Neue war nur scheinbar neu, in Wirklichkeit
die Wiederkehr des Uralten. Berühmtes Sprichwort, nil novi sub luna. Unter der Lohnt gibt es nichts Neues. Im Rahmen eines solchen zyklischen Denkens bedeutete die Botschaft von der Auferstehung des Leibes und Fleisches schlechthin eine Revolution. Genauso hat es auch der heidnische Philosoph Kelsos formuliert. Wenn, was die Christen behaupten, Gott selbst Fleisch wird und damit das Fleisch, also die sichtbare Welt, unter der Verheißung der Auferstehung steht, dann bringt dieser Glaube einen Umsturz in die Welt, weil dann die ganze in sich gefügte kosmische Ordnung zusammenbricht. Schon interessant, das hat ein heidnischer Philosoph sozusagen sensibel gemerkt, dass da was passiert. Das zyklische Wesen der Geschichte, der Mythos der ewigen Wiederkehr des Gleichen, wird aufgebrochen zugunsten einer anderen Sicht der Wirklichkeit, nach welcher Gott der urneue und neues wirkende Welt in die Neuheit seines Lebens eingeht. Die ganze Geschichte, so zeigt es etwa der heilige Irenaeus von Lyon, in unzähligen Variationen, ist mit ihrem Ziel Auferstehung vom Blick auf ein Neues hingeprägt. Sie ist ein Fortschrittsgeschehen auf ein Neues, wie wir ausdrücklich sagen, weil Gott durch sein neuschaffendes Handeln auch diese Welt und unseren sterblichen Leib in das Heil einbezieht. Deshalb bringt die Botschaft von der Auferstehung des Fleisches Leibes ein neues Verständnis von Geschichte. Und damit ein neues Verständnis von geschichtlich verfassten Menschen. Man erkennt, dass restlos alles neu werden kann. Dass die Welt nicht ein Gefüge von unveränderlichen Strukturen ist, ein Gehäuse, mit dem man sich abzufinden hat, sondern dass alles in ihr unter der Verheißung eines radikal Neues steht. Dieses Neuwerden ist zwar prinzipiell Tat Gottes, aber Gottes neuschaffendes Wirken vermittelt sich auch durch den Menschen, der beauftragt ist, die Wirklichkeit, die neue Welt der Auferstehung hinzuführen. Wie das formuliert in dieser vergänglichen Welt, Vorzeichen, Symbole, Vorwegnahmen der kommenden endgültigen Neuschöpfung zu setzen. Auf diesem Hintergrund ist die faktisch verlaufende abendländische Kultur- und Sozialgeschichte überhaupt nicht denkbar, ohne den Glaubenssatz von der Auferstehung des Leibes, des Fleisches, und das dadurch ausgelöste neue Geschichtsverständnis. Das ist nicht in Meinung von Theologen, das können auch bei Nicht-Theologen, Nicht-Theologen, Philosophen nachlesen, die sagen, damit ist ein ganz neues Verständnis von Geschichte grundlegend. Dass dieses Verständnis dann in der Neuzeit säkularisiert, das heißt, von seiner Begründung in der Glaubensfreiheit gelöst wurde, ist bekannt. Aber selbst die Säkularisate weisen noch auf ihre theologische Vergangenheit hin. So bezeichnet zum Beispiel der frühe Karl Marx den vollendeten Kommunismus als wörtlich die wahre Resurrektion der Natur. Oder in der säkularisierten Theologie von Dorothee Sölle steht an der Stelle im Credo, wo der Glaubenssatz von der Auferstehung des Fleisches steht, das Bekenntnis, ich glaube an den Frieden der Machtbarkeit. Ob freilich dieser Glaube an das Neuwerdenkönnen der Welt sich auf Dauer in säkularisierter Form ohne den gelebten Hintergrund christlichen Auferstehungsglaubens sich durchwerfen lässt, dürfte fragt. Immerhin, den Zusammenhang zwischen Auferstehungshoffnung und neuer Weltgestaltung hat auch das Zweite Vatikanum an verschiedener Stelle hervorgehoben. Hier heißt es ausdrücklich, jetzt kommen eine Reihe von Zitaten. Die Christen haben die Aufgabe, ihre Hoffnung in den Strukturen des Weltlebens auszudrücken. Hier und jetzt soll die Erneuerung der Welt in gewisser Weise aber wirklich vorausgenommen werden. Zeit und Geschichte sind deshalb der Vorraum, in dem es schon jetzt eine umrisshafte Vorstellung in der künftigen Welt geben kann, wie auch das Material, das der Mensch bereiten und in das kommende Reich Gottes einbringen soll.
also in der Kraft des Geistes der Auferstehung, vermag und soll der Hoffende das Vorletzte seines Lebens und dieser Welt in Richtung auf das letzte Heil der Auferstehung hin in Bewegung setzen, sodass in den Gestaltungen in Gerechtigkeit und Frieden, Liebe und Einheit die künftige Auferstehung des Leibes und des Fleisches auf die Gegenwart ihren Vorschein wird. Nun werden Sie vermutlich fragen, aber wie kann das denn alles geschehen? Diese Vollendung der Welt des Leibes und so weiter. Wie wird die Ernte der Zeit in die Vollendung eingebracht? Wie kommt mein Leib und das, was ich leibhaftig getan habe, zu verändern? Eine ganz kurze Antwort darauf: Ich weiß nicht. Und ich muss es auch gar nicht wissen. Ich muss aber auch keine naiven Vorstellungen dafür entwickeln, die mit Sicherheit nicht zutreffend sind, weil sich das Vollendungsgeschehen ja jenseits von Raum und Zeit verwirklicht und damit meiner Vorstellungskraft entzieht. Was ich mir vorstellen kann, sind nur Verhältnisse in dieser Welt, in den Dimensionen dieser Welt, nicht in dem, was kommt. Es sprengt alles. Und darum sind Spekulationen, wie das alles geschehen kann, auch völlig nutzlos. Man kann das tun, wenn man nichts anderes zu tun hat, aber es bringt letztlich nichts. Es genügt die Hoffnung, dass nichts, aber auch gar nichts, was gut und wertvoll war, je verloren geht. Hoffnung, das ist das entscheidende Merkmal christlichen Lebens. Dabei ist und bleibt diese Hoffnung, solange wir unterwegs sind, eine Hoffnung unter Anfechtungen und Widerwärtigkeiten, ein Hoffen ins Dunkle und Unübersehbare hinein. Oft, wie Paulus sagt, ein Hoffen wider alle Hoffnung. Hören wir dazu noch am Schluss den heiligen Paulus. Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man schon sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir aus in Geduld. Und in dieser Geduld hat der, der auf die Auferstehung hofft, einen langen Atem, große Zuversicht in seiner Lebenspraxis hier. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank für den beeindruckenden Vortrag. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt, ich meine, ist das für Sie in Ordnung, wenn ich zuerst drei Fragen sammle und dann kommen die an, gesammelt, ja? Wunderbar. Also der Vorschlag wäre jetzt drei Fragen in der ersten Runde aus dem Raum und dann in meinem zweiten Schritt vielleicht drei Fragen von den Online-Teilnehmern und dann machen wir weiter hier. Gibt es Fragen? Auferstehung des Fleisches auch heißt Auferstehung der Schöpfung, dann heißt das für mich, dass auch Flora und Fauna dazu gehören. Ja, Herr Doktor, haben Sie eine Kugelscheibe, dass ich mir das notieren kann, sonst. Noch weitere Fragen oder Fragen? Verstehung, was ist von Ihnen auch in der Verbindung? Auch Verstehung in Verbindung zu bringen mit der Schöpfungsart. Natürlich gibt es was, Schöpfungsart. Das heißt, wenn uns verbrannt mit Hoffnung und Schöpfungsart, dass wir über die Geschichte geschrieben wird,
Zentrum ist für dieses frühere Weltverständnis. Ja, ich kann ja mal anfangen. Das ist sicher eine ganz wichtige Frage, die Sie gestellt haben. Wenn die ganze Schöpfung zur Vollendung kommt, dann eben auch Fauna und Flora und so weiter. Als nächstes wird man sagen müssen, ja, nur ist die Frage, wie. Damit sind wir wieder bei diesen Sachen, also man kann darüber Theorien machen. Es kann ja auch sein, oder meinen sehr viele Theorien, dass die Schöpfung in und durch uns Menschen zur Vollendung kommt. Also Vollendung heißt ja letztlich, um es mal auf einen ganz kleinen Begriff zu bringen, dass wir Menschen uns öffnen für die Fülle des Lebens Gottes. Dieses Offensein für die Fülle des Lebens Gottes, die Möglichkeit dazu hat nur der Mensch. Die übrige Schöpfung, also Form und Flora, diese Offenheit nicht. Deswegen vermuten oder glauben eine Reihe von Theologen, dass natürlich die gesamte Schöpfung sich vollendet, aber vermittelt durch den Menschen. Also, ich jetzt im Frühjahr gehe ich durch die wunderbare Frühlingsnatur, habe meine Freude daran, mein Herz hebt sich und einen neuen Mut wieder in meinen Alltag zurückgekehrt. Das, was die Schöpfung da in mir erwirkt, das bleibt sozusagen in alle Ewigkeit. Das heißt, da hat die Schöpfung jedenfalls zum Teil sich vollendet. Also, dass die Vollendung der Schöpfung oder der nichtmenschlichen Schöpfung geschieht durch den Menschen. Wirklich durch den Menschen. Ich habe früher mal in der Vorlesung gesagt, wie vollendet sich eine Mozart-Symphonie? Könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, nur der Mozart-Symphonie wird in einen schönen goldenen Einband gefasst. Da finden Sie natürlich. Eine Mozart-Symphonie vollendet sich darin, dass unzählige Menschen daran sozusagen also ihre Freude, ihre innere Aufrichtung gefunden haben, ein Stück in ihrem Menschsein weitergekommen sind. Und darin hat sich die Symphonie vollendet, ohne dass man jetzt für dieses Stück eine eigene Vollendung sucht. Aber das sind, Sie sehen schon, das sind Theorien, es gibt auch andere Theorien. Ich habe so meine Probleme damit, also mittlerweile gibt es ja sogar auch unter den Theologen, es gibt ja einige Bücher über Tiere, die dann sagen, also auch die Hunde und Katzen kommen in den Himmel. Also meine Probleme mit ihnen, weil ich mich frage, was soll denn der Himmel bedeuten? Das ist doch nicht ein Transfer in einen Ort, der nur ein bisschen schöner ist als diese Welt. Sondern Himmel, im Himmel sein heißt bei Gott sein, in der Fülle des göttlichen Lebens stehen. Und dafür muss jemand offen sein können. Und genau das ist Geistarbeit. Offen sein für die Menschen. Das andere, das zweite Thema, da stimme ich Ihnen völlig zu, dass dieser antidualistische Charakter schon im Grunde in der Schöpfungstheologie, im Schöpfungsglauben grundgelegt ist. Aber interessanterweise war es so, dass die antike Gnosis, die zum Teil, jedenfalls zum Großteil christlich, obwohl sie den Schöpfungsbericht kannten, obwohl sie das Wort kannten, alles war gut, trotzdem es auf ihre Weise interpretiert haben, gut ist letztlich nur das geistige Form in der Schöpfung, aber nicht das Natürliche selbst. Aber im Grunde haben Sie völlig recht, ich muss Schöpfung und Vollendung zusammendenken. Gott hat nicht geschaffen, dass dann irgendeine Welt ist, und Gott hat die Welt geschaffen, damit sie vollendet wird. Ich würde jetzt gerne die Fragen aus dem Online-Raum Ihnen nahebringen.
Der Herr Georg schreibt, Sie zitierend, wir müssen warten, bis alle gestorben sind für die endgültige Auferstehung des Fleisches. Und er meint, aber nach dem Tod gibt es doch keine Zeit mehr, was von der Frau Drapela von der Frau Richter unterstützt wird. Eine zweite Frage von Herrn Stöckel, wie kann man sich im christlichen Zusammenhang den Unterschied von Seele und geistigem Leib vorstellen? Und die letzte Frage, wie geht das, was Sie gesagt haben, mit den Vorstellungen des Purgatoriums bzw. der Hölle zusammen? Gut, das ist natürlich fast ein Abendprogramm. Näher oder weiter? Näher, also. Gut. Warten auf die Auferstehung aller. Der Einwand hieß, es gibt doch keine Zeit. Natürlich gibt es eine Zeit. Man kann zwar sagen, Gott ist ewig, darüber kann man auch problematisieren, weil das will ich gar nicht tun, aber natürlich gibt es eine Zeit. Gott ist zum Beispiel nicht in aller Ewigkeit Mensch geworden. Gott ist in der Zeit Mensch geworden. Indem Gott eine zeitlich verfasste Schöpfung schafft, wird er selbst verzeitlich. Er begleitet die Schöpfung. Ich glaube doch daran, dass Gott jeden Einzelnen von uns begleitet. Und unser Tun, unser Leben ist ein Leben in der Zeit, durch die Zeit. Heute anders als morgen und übermorgen. Und darin begleitet mich Gott. Natürlich gibt es Zeit. Also das ist nicht alles ein Wupp sozusagen gleichzeitig. Dennoch wird man sagen müssen, oder ich behaupte das, aber die Kirche sagt das ja auch, wenn ein Mensch stirbt, ein gläubender Mensch stirbt, dann kommt er zu Gott. Genau wie Origen es ja auch in dem langen Zitat gesagt hat, das ich zitiert habe, du wirst deine Freude haben, du wirst deine Freude an Gott haben, du wirst glücklich sein, bei Gott zu sein, aber es fehlt dir. Übrigens ist das eine Idee, die nicht nur der Origen es gehabt hat, sondern die interessanterweise im 19., Beginn des 20. Jahrhunderts die Sainte Therese von Lisieux mal geäußert hat. Die hat mal geschrieben, wie kann denn eine Mutter ganz glücklich sein, wenn sie ihr Kind noch jetzt in der Welt sozusagen bedroht von allen Möglichen sieht? Die hat keine Theologie studiert. Die hat ein ganz Feeling dafür, dass unser Vollendetsein, unser Glücklichsein verbunden ist. Vor allem bei Menschen, eben die Mutter- und Kind-Beziehung, die so eng ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, ja, ich bin glücklich, mein Kind, da kann man nichts machen. Geht das nicht. Und ich denke, dass in solchen Bemerkungen, wie sie etwa die Therese von Lisieux macht, was ganz wichtig ist, zur Sprache kommt. Dass wir wirklich alle noch unterwegs sind zur letzten Vollendung. Ich sage nicht, dass es nicht schon eine Vollendung gibt, aber zur letzten Vollendung sind wir noch unterwegs. Und dieses Wort, dass Christus warten muss, ist keineswegs eine Erfindung von Theologen. Das finden Sie etwa im Hebräerbrief, auch im 1. Korintherbrief, wo es heißt, er aber muss warten, Christus, bis ihm alle Mächte und Gewalten unter die Füße gelegt werden. Das heißt, Christus ist noch nicht Herr von allem. Auch er muss noch warten. Die Schöpfung ist noch unterwegs und mit ihm unterwegs. Also das sind sicher Dinge, die Sie früher im Religionsunterricht nie gehört haben. Das kam praktisch nicht vor. Aber das sind Dinge, die doch in der neuen Theologie sehr viel bedacht werden. Also das Sensorium für Zeit und Geschichte, auch in diesem Zusammenhang der gesamten Heilsgeschichte. Seele-Leib-Verhältnis, ja, das ist nun wirklich nicht nur eine Krux der Theologie, sondern eine Krux der Philosophie. Die Literatur, die es darüber gibt, ist unzählig und auch die Theorien, die es darüber gibt. Und darum möchte ich eigentlich gar nicht sehr viel sagen. Wir müssen uns nur dafür hüten, dass Seele und Leib sozusagen zwei Substanzen sind, zwei Dinge sind, die dann zusammengesetzt
den Menschen ausmischen. Und im Tod sich diese Zusammensetzung löst, die Seele dann fröhlich in den Himmel und der Leib in die Erde gesenkt. Diese Idee der Zusammensetzung ist völlig absurd. Übrigens auch bei den großen Philosophen, auch schon bei Aristoteles, Thomas von Aquin und allen. Man kann zwar philosophisch von Zusammensetzung sprechen, aber es ist eine Zusammensetzung ganz eigener Art. Es ist eine solche Zusammensetzung wie etwa ein geformter Marmor. Also nennen Sie eine Marmorstatue. Der ist Marmor, der ist geformt. Können Sie das auseinandernehmen, die Form aus dem Marmor? Nein, dann zerfällt beides. So ist das mit Leib und Seele. Die Seele ist die Form. Der Leib lässt sich formen von der Seele, trägt sich selbst mit dem, was er erlebt und tut, in die Seele ein. Sodass es im Grunde keine leiblose Seele gibt, sondern eine Seele, die gefüllt ist mit unzähligen Leiberfahrungen aus Praxis. Ich möchte es damit bewenden lassen, weil das ein Riesenthema ist. Ich wollte noch kurz einen Beitrag leisten. Es ist auch von naturwissenschaftlicher Seite gibt es aus naturwissenschaftlicher Sicht, aus der Sicht der Physik gibt es auch einen Physiker, einen relativ renommierten, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und zwar, dass der, ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal gehört hat, der heißt Frank G. Tipler. Der Frank G. Tipler heißt dieser Physiker, ein amerikanischer, und der hat das Buch geschrieben, Die Physik der Unsterblichkeit. Oh, und das ist ein sehr gutes Buch, ja, und da wird eben gezeigt, wie der Glaube naturwissenschaftlich beleuchtet. Und es wird eben erklärt, auch wie die Auferstehung stattfinden kann oder könnte. Und das, also mein Vater arbeitet in der Forschung, und wirklich in diese Richtung wird sehr viel geforscht. Dass ein Mensch, also dass die DNA des Menschen einzigartig ist und dass in einem Quantencomputer könnte die DNA in gequantelte Zustände übersetzt werden und das Lebewesen könnte dann in einem Computer simuliert werden im Sinne einer Wiederherstellung des Originals. Und in der Forschung wird schon intensiv daran gearbeitet. Die Prognosen sind schon sehr gut, dass in 30 bis 40 Jahren die Menschheit die Unsterblichkeit erlangen könnte. Das sind so die Forschung, die in diese Richtung auch geht. Also ich habe da meine allergrößten Probleme. Weil das nämlich eine Unsterblichkeit ist. Wir sind unsterblich, insofern wir endgültig ins Internet mit unserer DNA eingetragen sind. Bitte? Ja, mag ja sein. Aber was nützt mir, wenn meine DNA im Computer ist? Wo bleibe ich denn? Ich, meine Sehnsucht nach Leben. Die ist völlig, fällt das aus. Das ist eine völlig abstrakte Sicht, die da in dem Buch entwickelt wird. Ich halte die interessant, aber das ist das Einzige. Bitte mich einem jungen Menschen oder überhaupt einem Menschen, der wenig Hoffnung hat oder der hoffnungslos ist, die Hoffnung. Dass man die Nähe in Energie übergeht. Das ist der Durchschnittsdepressive. Ja, die letzte Frage geht zurück auf Origenes. Warum sträubte sich die Kirche so sehr gegen die Apokatastasis, also die Wiederherstellung? Oder die allgemeine Erlösung. Also, unterschiedliche Dinge, vielleicht ganz kurz zu diesen Fragen noch Materie und Energie. Es ist, glaube ich, tatsächlich wichtig zu wissen oder im Hinterkopf zu haben, wir verbinden in unserem Alltagswissen, Alltagserfahrung, ja sehr oft Materie mit etwas
Handfeststoffliche. Und setzen das Handfeststoffliche vom Geistigen als eine Art Energie ab. Wobei das beides nicht stimmt. Nämlich von der Relativitätstheorie wird völlig klar, dass auch Materie nicht was Massivstoffliches ist, sondern eben Energie, unsichtbare Energie. Auf der anderen Seite diese Energie nicht Geist ist. Also das sind ganz unterschiedliche Dinge. Ich meine, es hilft uns zu wissen, dass wir endlich von naiven Vorstellungen, dass wir sagen, also jetzt wecken wir den verstorbenen Leichnam in die Erde und am Ende der Tage kommen dann die Knochen raus und dann bildet sich wieder ein neuer Leib, dass wir von solchen naiven Vorstellungen wegkommen. Das sind ja handfeste Vorstellungen von Materie, wovon man heute weiß, dass ja kein einziges Molekül unseres Leibes erhalten bleibt. Im Laufe des Lebens ändert sich ja alle Materie. Was soll das dann, das Einbringen unserer Materie in das ewige Leben, was soll das? Also, dass wir wegkommen von der naiven Vorstellung, das kann hilfreich sein und sich immer wieder sagen, im Grunde sind Vollendungsvorstellungen, wenn man sie ernst nimmt, nicht einfach nur sozusagen weiterspinnt, was man hier auf Erden erlebt hat, ins Jenseits, sondern ernst nimmt, das ist ein Geschehen bei Gott, vor Gott, in Gott, dass uns da alle Vorstellungskräfte fehlen. Das soll man sich auch zugestehen, man muss nicht auf alles eine Antwort haben. Die Frage war dann, wie man Hoffnung, vor allen Dingen an Jugendliche, die hoffnungslos sind, weiterbringen kann. Ich meine, das ist ein Teilgebiet einer ungleich größeren Frage, wie geht überhaupt Glaube heute an Kinder und Jugendliche weiter? Ich habe da auch kein Rezept. Also eine Richtung, ja, die habe ich. Das ist Glaube, dass heute der Glaube und auch die Hoffnung nicht durch noch so gewandte und gescheite Worte. Wir leben heute in einer Kultur des dauernden Wortdurchfalls zu nehmen. Also Worte im Fernsehen und Radio und in der Werbung, in der Politik und wo immer, es wird geredet und geschwätzt und kein Ende mit Worten. Worte sind Wohlfall, Worte sind billig. Und dann noch in diesen Wortdurchfall, das religiöse Wort, das Wort Gottes einzubringen, das ist fast unmöglich, ganz spannend. Deswegen glaube ich, dass Glaube, die Hoffnung und so weiter letztlich nur weitergehen durch ein gelebtes Beispiel von Hoffnungspraxis von Menschen, die glauben, die von uns sind. Das ist die einzige Erwartung, die ich habe. So ist der Glaube immer weiter gegangen, nämlich dass Menschen etwas gesehen haben. Gesehen. Ich frage mich oft, wenn heute einer zu mir kommt und sagt, ich interessiere mich für den christlichen Glauben, wo kann ich davon etwas sehen? Wenn ich doch bedrängt, wo kann ich etwas von dem Glauben sehen? Früher hat man denen eine Patenschaft, da ist ja das Patenamt entstanden. Eine christliche Familie und sagt, da lebe mit der Familie mit, da erlebst du handgreiflich, was christliche tun. Wo sind die Familien? Oder wo ist die Gemeinde, dass man einer Gemeinde sagt, geh in die Gemeinde, das ist eine tolle Christengemeinde. Da erlebst du, erfährst du, siehst du, was christlicher Glaube ist. Aber da, wo es Einzelne gibt oder auch Gemeinschaften, es sind wenig genug, da spielt sich was ab. Ich nenne Beispiele, die sind viel zu abgegrast. Aber nehmen Sie Tese. Da kommen zigtausende Jugendliche hin, weil sie hier was sehen. Nämlich die Brüder, die gläubigen Brüder und noch Kollegen, also mit Jugendlichen, die wirklich glauben. Bei Mutter Teresa, was sie da alles versammelt hat. Also da, wo sozusagen so einer Glauben wirklich ausstrahlt, da versammeln sich plötzlich Menschen. Da wird es plötzlich spannend. Da
da muss was geschehen. Das ist Apokatastasis, das ist Lehre des Origenes. Also da sind einiges zu sagen. Erstens, es ist gar nicht so sicher, dass Origenes diese Apokatastasis-Lehre vertreten hat. Apokatastasis-Lehre, für die das Wort nicht kennen, ist die Überzeugung, dass am Schluss es sozusagen nur noch den Himmel, die reine Vollendung bei Gott gibt, also keine Verdammnis, sondern reines Heil. Also es ist A, in der Forschung umstritten, ob Origenes das vertreten hat oder sozusagen nur mal so übungshalber mal durchtheoretisiert. Das ist das eine. Das zweite, zu meiner christlichen Hoffnung gehört, dass ich hoffe, dass alle, jeder ohne Ausnahme, sein ewiges Ziel bei Gott gehört für mich zur Hoffnung. Es gehört für mich dazu, dass ich niemanden a priori abschreibe und sage, der hat sicher nicht. Ich denke, ein ehemaliger Kollege in Freiburg, der Wein, hat gesagt, nur der kommt in die Hölle, der sich weigert, mit auch nur einem einzigen zusammen sozusagen das himmlische Gastmahl zu machen. Der gehört in die Hölle. Und Kornheim sagt, der aber nicht. Hitler nicht, und der Stalin. Und diese gemeine Hund. Die Hölle mit ihm, verdammt mit ihm. Gott will es ihm zeigen. Wer so denkt, der kommt in die Hölle. Also, das letzte. Ich würde sagen, die letzte Chance gibt es noch da. Ich finde sehr schön, was Eugen Lebermann sich vorstellt von wegen bei uns. Noch näher geht es ja nicht. Er sagt, im Tod treten wir in das Licht Gottes und sehen dann, was gedacht war, wie wir leben sollten, was aus uns hätte werden sollen. Und wir erkennen, was wir eben nicht erreicht haben und müssen das sozusagen nachholen, nachreifen, nachlieben. Und er sagt, das kann sehr schmerzhaft sein. Das ist nur nicht original Drebermann, das ist allgemeine Meinung. Also das geht ums, naja, gut, das ist also das Lehre vom Kriegfeuer. Das ist heute allgemein. Nein, Hölle ist ja nicht Kriegfeuer. Also ich liebe den Ausdruck Kriegfeuer überhaupt nicht. Brauche ich normalerweise nicht. Sondern wenn, dann sage ich Reinigung nach dem Tod. Aber die nach traditioneller Lehre bezieht sich Reinigung nach dem Tod nicht auf solche Fälle, wo jemand bis zuletzt, bis in seinen Tod hinein, Gott ins Angesicht widerstanden hat. Typisches Beispiel dafür, was man immer anführt, ist Judas. Man sagt, oder hat man lange geglaubt, Judas, dass er ist sicher in der Hölle. Zumal Jesus gesagt hat, es wäre besser für ihn, wenn er nicht geboren wäre. Ich glaube das nicht, aber also Kriegfeuer und Hölle ist absolut nicht das Gleiche. Hölle ist die Frage, gibt es einen Menschen, der es bis zuletzt Gott verweigert? Ich hoffe, weil es ist Hoffnung und nicht Wissen. Das ist der Unterschied. Am Wegenes, jemand betrieb, er hätte es gewusst. Ich habe besonders einen Satz in Ihrem Vortrag angesprochen, den Geist der Auferstehung leben. Ich glaube, das ist ein schöner Satz am Ende eines Studienjahres, am Ende vielleicht eines Jahres, das noch kompliziert war, wie die Sommerpause und auch jetzt
die Ende der Osterzeit, die in kommenden Tagen mit dem Pfingstfest kommt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für Ihren Vortrag, für die Diskussion. Ich danke auch Ihnen sehr. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder hier sehen bei einem Vortrag. Ihnen allen einen schönen Sommer und nehmen Sie den Geist der Auferstehung. Dankeschön.